Ich bin Ulf Larsson, ich lebe in Köln, ich habe meine Galerie in Köln. Ich bin in Stockholm, in Schweden geboren und ich bin seit vielen Jahren leidenschaftlich Galerist. Für mich bedeutet die Kunst und dass ich diesen Beruf ausüben darf, ständig neue Begegnungen mit Kunstwerken, Begegnungen mit anderen Menschen, Begegnungen mit den Künstlern. Und diese Begegnungen machen für mich diesen Beruf so reizvoll und so interessant und spannend. Zwischen den Künstlern und den Käufern, die Sammlern zu stehen, finde ich sehr reizvoll, weil ich bekomme die Gedanken der Künstler mit, aber auch die Gedanken der Sammler oder die sich für Kunst interessieren. Und so eine vermittelnde Tätigkeit ist etwas, was mir immer, ja, das liegt mir einfach. Und dass ich natürlich Kunst und die Schönheit zum Teil auch vermitteln darf, das ist auch ein großes Privileg. Mit Jung Suk arbeite ich jetzt seit 2007, glaube ich, etwa. Und ich war von Anfang an ganz fasziniert von ihren Bildern, was natürlich auch etwas mit ihrer koreanischen Herkunft was zu tun hat. Momentan mein Arbeitsthema ist ja Gebäude bzw. Architektur. Ich schaue gerne die Gebäude. Es ist oft auch Zufall, ob wo ich auch hingehe oder wo ich gerade bleibe. Ich achte darauf, diese Umrisse von diesen Gebäuden zwischen dem Himmel und dem Gebäude, diese faszinieren mich. Die Wahrnehmung hat sich ganz viel verändert, seit ich diese Arbeit angefangen habe. Ständig, wenn ich gucke, diese Linie oder diese Linie, ist alles für mich eine Arbeitsmotivation. Alle Gebäude sind für mich ein Motiv. Die jetzige Ausstellung ist von Martin Strahlt. Er ist ja auch Fotograf, aber zuerst ist er Maler. Er arbeitet sehr viel auch mit Formen, mit Gefäßen, mit Kugeln sind oft Motive. Oder Häuser ohne Fenster, ohne Türen. Seine Arbeiten sind leicht rätselhaft. Und führt dann natürlich zu, dass die Betrachter unheimlich viel
für sich hinein interpretieren können. Manche Menschen haben Angst, in eine Galerie reinzugehen. Also man muss erst die Tür aufmachen, meistens sind die Räume leer, man weiß nicht, was erwartet mich, was ist da für ein Typ, muss ich was kaufen? Bei einer Messe ist alles offen, ich kann rein und rausgehen, man ist als Besucher unbeobachtet, aber hat trotzdem diesen Informationsflut. Die Messe in Berlin, die Positions, mache ich seit 7, 8 Jahren mit den gleichen zwei Künstlern, mit René Dantes und Maria Wallenstuhl. Also ich bin hier auf der Positions in Berlin vertreten mit einer größeren Arbeit und etwa 5 kleineren Arbeiten. Eine große Stele zum Beispiel aus patiniertem Edelstahl, die im Prinzip einen weiblichen Torso stilisiert. Und das Thema Köpfe spielt bei mir ja immer eine Rolle. Hier bin ich mit 3 Arbeiten vertreten, jüngsten Datums. Das zentrale Thema meiner künstlerischen und vor allem bildhauerischen Arbeit ist die Darstellung des Menschen in seinem Wesen und in seinem Sein. Das heißt, seit 10 Jahren kommen auch vegetabile Formen dazu. Mit anderen Worten, ich hole meine Inspiration allesamt aus der Natur und versucht, das, was ich sehe und was ich erfahre, in einem Art Konzentrat zu verdichten und darzustellen. Umso mehr man das natürlich verdichtet und vereinfacht, kommt man natürlich auch schnell in einen Bereich, wo man ins Abstrakte neigt. Und genau da, wo es zu kippen beginnt, wo es also die Assoziation endet und die Abstraktion beginnt, dieses kleine Terrain, das ist das, was mich bildhauerisch und künstlerisch am meisten interessiert. Ausgangsmaterial ist Plattenmaterial. Egal, ob das jetzt Cortenstahl oder Edelstahl ist. Und das hat für mich einen großen Vorteil. Aus einer Metallplatte kann man vieles machen, aber nicht alles. Das heißt, dieses Plattenmaterial zwingt den Bildhauer schon zum abstrakten Denken. Und das kommt gerade meiner Arbeit natürlich sehr entgegen. Deswegen fühle ich mich da sehr zu Hause. Also wir sind ja sehr eng aufeinander auch. Jeder kennt den anderen auch so gut, sodass, wenn ich gerade im Gespräch bin, springen die beide auch ein und sprechen die Interessenten an. Und das ist für mich unheimlich wertvoll, weil sie natürlich es noch besser auch ihre Arbeit auch erklären können, als ich es kann. Ja? Ich kann es schon sehr gut, denke ich, aber die können es noch besser. Ja? Ich finde, es macht sich aber gut hier an der Wand. Wir machen 5 bis 6 Messen im Jahr, in diesem Jahr glaube ich sogar 7, sowohl in Deutschland, aber auch im europäischen Ausland. Also wir waren in Italien, in Bologna, wir waren in Madrid, demnächst sind wir in Barcelona. Mit Galerie Ulf Larsson arbeite ich seit etwa, würde sagen, 11 Jahre, schätze ich mal. Und das war ganz nett.
damals rief ein völlig fremder Mensch mich an und wir haben uns unterhalten und hat erzählt von seiner Galerie und gefragt, ob ich Interesse hätte. Und habe ich gesagt, ja klar. Und in dem Gespräch hat sich dann auch herausgestellt, dass wir beide aus Schweden stammen. Und das hat es auch ein bisschen, fast am Anfang zumindest ein bisschen einfacher gemacht, die Kommunikation. Wir schreiben uns immer auf Schwedisch und man versteht vielleicht ganz leichter so Kleinigkeiten. Und es ist sehr gute und sehr vertrauensvolle, lange Zusammenarbeit. Das Thema, das ich seit Jahren bearbeite, ist einfach die Farben an sich und wie die Farben auf der Bildfläche miteinander Dialoge aufbauen, die kommunizieren miteinander und die Formen, wie sind die Formen, wie stehen die Formen zueinander und auch die Farben und die Formen im Verhältnis zu dem Bildformat. Es ist ein bisschen wie mit der Musik, also diese Farben, die füllen den Raum und nehmen hoffentlich der Betrachter und Betrachterin mit sich. Ich habe einen Maltisch im Atelier. Der steht einige Meter weiter weg von der Malwand und das hat den Grund, dass ich gerne einen Abstand habe. Das heißt, ich hole mir mit dem Palettenmesser die Farbe von der Palette und gehe mehrere Schritte zum Leinwand hin und trage die Farbe auf. Ich weiß selten genau, wie die Farben sich entwickeln, sondern das passiert einfach beim Malen dann. Was wir haben verkaufen können, das sind auch Sammler, die wir schon haben. Aber wir sehen auch neue Gesichter, neue Interessenten. Und das ist für uns natürlich noch wichtiger. Das, was wir haben, haben wir. Aber wir brauchen ja immer Nachschub. Ja? Wir brauchen auch neue Kunstliebhaber, neue Freunde der Kunst. Aber ich tue die drauf und dann der ist noch eine Folie dann danach. Ne? Ja. Martin Strahls Ausstellungen haben, kann man sagen, immer die meisten Besucher. Erstens natürlich, weil er in Köln wohnt, aber sein Thema mit diesen Arbeiten, die ja immer einen Hauch von Mystik haben. So, ja, damit. Mach mal einen Kontrollgang. Ich klopfe noch mal rein. Ja. Das finde ich wunderschön. Vielen lieben Dank. Auf weiteren gute 10 Jahre. Hast du einen schwarzen Erinnerung, dann schreibe ich noch drauf. Ja, schön. Bitte schön. Schöne Wolle, ich mag ja. Das passt doch. Und die Bilder für die Ausstellung hast du alles schon hingestellt? Ja, super. Ja, genau, wie das, wir geplant haben. Ja, also das werden wir, hängen wir drüben hin, ja. Um zu sehen, wie es aussieht, wenn es einzeln hängt. Ja.
Ja? Okay. Dann kann man auch überlegen, wo das jetzt in der Galerie hängt. Aber das würde ich dann, ist so einfach. Ja. Okay. Ja, genau. Du kannst das abhängen. Hast du es? Genau. Nee, muss ein bisschen höher. Und jetzt, warte mal. Doch, jetzt ist es gerade. So, okay. Ja. Ja, super. Dann würde ich sagen, dann hängen wir drüben. Das Helmet ist ein bisschen schwer, ob du da hinstellen könntest. Ich dachte, wir können da die nebeneinander hängen. So tauschen meinst du, oder? Genau, so und dann ganz eng beieinander, so wie wir es soeben hatten. So, als wäre das quasi ein Bild. Genau. Also das heißt, diese zwei Bilder nehmen wir auch mit? Auf jeden Fall. Wir packen, also so viel ist es nicht. Ich würde sagen, wir packen so gut wie alles mit. Im Hintergrund habe ich quasi die ganzen Wände rotfarben, beziehungsweise zwei Balkone zusammengestellt. Genau, die sitzen, da sind sie enge zusammen als hier. Ja, genau. Ja. Ich habe so allen meinen Künstlern eine sehr respektvolles Verhältnis. Ich finde, wir gehen gut miteinander um. Mit den meisten arbeite ich auf 5, 6, 7, 8, manchmal auch noch 10 Jahre und länger. Kommt selten ein neuer Künstler oder Künstlerin dazu. Ab und zu passiert das, aber ich bevorzuge, mit wenig Künstlern zu arbeiten und mit denen dafür etwas intensiver.